Vielleicht kannst du mal zum Beispiel von Pokémon so Silver hier jetzt vor der dritten Kantorinnenleiterin in diesem Spiel. Ja, eigentlich ist sie die vierte, aber hier gilt jetzt die dritte. Erika hat Pflanzen-Pokémon und ja, ist in Prismania City. Und ich habe gerade nicht mehr viel Zeit, also dieser Part wird wahrscheinlich nur 10 Minuten lang, aber ich denke, damit könnt ihr gut leben. Also sprechen wir sie doch einfach mal an. Hallo! Echt schönes Wetter, das wir heute wieder haben, oder? Ich könnte auf der Stelle einschlafen. Mein Name ist Erika, ich bin die Arenaleiterin von Prismania City. Oh, du kommst aus Johto, sagst du? Na hallo, nett dich kennenzulernen. Neben meinen Blumensteckkünsten habe ich mein ganzes Leben lang pausenlos meine Pokémon trainiert. Ich werde nicht verlieren. Ja, das werden wir ja sehen. Und ja. Das ist Erika, sie hat 4 Pokémon. Erstmal ein paar Punkte haben. 51. Da haben wir einfach mal mit Flamme drauf. Und ja, es wird auch ganz besiegt. Sehr schön. Dann kommt ein Tangela an, das ist so viel, ich weiß noch, Level 52. Und dann hat dem noch ein Giflo und ein Satzenia, Level 56. Nicht gerade niedrig, aber naja, damit muss man leben. So, Tangela wird auch besiegt durch einen Flammenwurf. Nun ja, dieser Arena-Kampf wird ziemlich einfach werden. So, jetzt kommt noch ein das Satzenia. Wie ihr seht, 56. Also, ja, sie ist neben Pyro und dem Blau, finde ich, in diesem Spiel die stärkste Kantorinnenleiterin. Ah ne, sie hat doch kein Giflor, sie hat noch ein Blubella. Auch Level 56. Naja, Blubella überlebt, mal wieder. Okay, nicht mal wieder, aber... Ja, Blubella überlebt die Attacke. Und ja, es ist wirklich so dumm nach Sonntag, dass... gibt uns natürlich noch ein Plus, dass unsere Feuerattacken verstärkt werden. Da bringt ihm sein Solarstrahl auch nicht wirklich was. Und das... was gar nicht abzieht, so. Setzen wir ihm nochmal Flammensturm ein und das sollte es dann gewesen sein für das Blubella. Ja, ist es auch und Magma reicht Level 51. Cool, diese Arena hat Magma drei Level-Ups gebracht und wir besiegen Erika und erhalten unseren 11. Orden. Den Farborden. Und dann halten wir eben noch TM Gigasauger. Ja, TM 19, das ist Gigasauger, also saugt ihm mal auf. Ist nochmal zweimal besser wie Absorber. Dazwischen kommt ja noch Megasauger und ja. So, jetzt müssen wir noch den Weg hier wieder rausfinden aus der Kacke und... ja. Okay, geht's nicht lang und... na, sehr toll.
Hä, wir müssen doch da irgendwie wieder reingekommen sein. Gut, ja, wir sind draußen. Zum Glück und unsere Mutter ruft uns wieder an, was mich gerade überhaupt nicht interessiert. So, und wir setzen wieder den Zerschneider ein. Und ja, als nächstes geht's wieder nach Azuria City, wo wir noch einige Sachen erledigen müssen, bevor wir ja in die Arena kommen. Habt ihr im letzten Part gesehen, die Arena ist leer. Misty und auch keine anderen Trainer sind drin. Ja, und das hat folgenden Grund. Wir müssen zum Kraftwerk, das sich rechts von, halt rechts unten von Azuria City befindet. Und ja, so. Also jetzt sind wir in Azuria City und jetzt können wir erstmal hier uns im Pokémon Center heilen gehen. So. Und ja, ich habe den Zerschneider behalten, weil ich ihn eben jetzt noch brauche. Muss jetzt nämlich hier nicht da lang. Nämlich hier lang. Ja, im normalen Spiel geht hier auch weiter und also ich mit normalen Spiel meine ich jetzt immer das normale Kanto-Spiel, also Block Grün und Voll Rot. Und ja, wir haben noch gute 2 Minuten, bis wir 10 Minuten gespielt haben. Und ja. Hier gibt es eben auch wieder Trainer und ja, kämpfen wir einfach mal. Ein Nido, ja. 10 Level unter uns. Und hat deswegen keine Chance. Jetzt überleben, jetzt kommt ein Raichu auch noch. Da können wir eigentlich auch mit Flammenwurf gut drauf hauen. Ja, wir können keinen Statik kriegen, weil das eben ein Spezialangriff ist. Und Raichu nicht wirklich berührt, also wir berühren Raichu nicht. Und ja. So, und dann geht's mir im nächsten Mal weiter, Leute. Wo wir uns dann auch zum Kraftwerk machen. Und dann noch, wieder zurück nach Azuria City. Also, wir sehen uns dann, Leute. Bis dann. Ciao.